Innovation ist ein Markenzeichen von Pionieren. Ende des 19. Jahrhunderts prägte ein Mann die Geschichte des Automobils so nachhaltig, dass sein Name zum Synonym für LKWs wurde. Marius Berliet meldet sein erstes Patent an. Im gleichen Jahr gründet ein anderer Pionier, Louis Renault, das Unternehmen Renault Frère. Dann entwickelt er erstmals sein Fahrzeug für den Gütertransport nach dem Schema eines Autos. 1905. Die American Locomotive Company wagt den Sprung ins Automobilgeschäft und kauft von Marius Berliet die Baulizenz für 3 Automodelle. Berliet investiert das Geld in den Bau einer Fabrik und wählt die Dampflokomotive als Logo. Berliet bringt die ersten modernen Lastkraftwagen auf den Markt. Auf das Modell L folgt das Modell M, unterstützt durch eine visionäre Werbekampagne, die Straße als Verlängerung der Schiene. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Sowohl Berliet als auch Renault tragen aktiv zu den Kriegsanstrengungen bei. 1916 laufen in den Fabriken von Berliet täglich 40 CBA-LKWs vom Band. Sie transportieren Menschen und Ausrüstung, Medizin und Lebensmittel, was ihnen den Spitznamen die Unverwüstlichen einbringt. Nach dem Krieg taucht mit der Eisenbahn neue Konkurrenz für den LKW auf und es gibt zugleich Überlegungen, mit dem Lastwagen durch die Wüste zu fahren. Berliet und Renault nehmen diese Herausforderung an. Die LKWs gewinnen den Kampf gegen die Eisenbahn. Wir können Güter 3 bis 4 Mal schneller zum halben Preis von Tür zu Tür transportieren. Durch den Zweiten Weltkrieg wird die Entwicklung von Berliet stark ausgebremst. Marius Berliet stirbt 1949, sein Sohn Paul wird Nachfolger. Auf den Straßen Frankreichs sind mehr LKWs von Berliet unterwegs als von allen anderen Herstellern zusammen. Der GLR mit 5-Zylindermotor ist der Prototyp des Fernverkehrslasters. Dieser Athlet der Straße ist selbst vollbeladen noch äußerst robust. 1955 gründet Renault aus den Marken Latil, Somua und seinem eigenen Nutzfahrzeugbereich den Nutzfahrzeughersteller Saviem. 1959 schließt sich der Bushersteller Chausson an. Durch die Erweiterung der Fabrik in Blainville konnte Saviem Renault die Produktion 5 bis 35 Tonnen schwerer, leistungsstarker und mit allem Komfort ausgestatteter Nutzfahrzeuge noch einmal ausbauen. Die Suche nach Öl in der Sahara ist in vollem Gange. Die bisher verwendeten Fahrzeuge sind dafür nicht geeignet und so ist Berliet der erste LKW-Hersteller, der wüstentaugliche Laster im Angebot hat. Erleben Sie den von Berliet entwickelten und hergestellten 100-Tonner T100, den größten LKW der Welt. Als Symbol französischer Fahrzeugbaukunst wird der T100 schnell zum Mythos und Sinnbild für die Unverwüstlichkeit der Marke Berliet. Es mag Ironie der Geschichte sein, dass dann ein anderer LKW von Berliet, der GBC, in der Sahara wahre Heldentaten vollbringt. Hochleistungen bei der Durchquerung der Wüste und seine unglaubliche Robustheit machen ihn zur Legende. Die Marke Berliet wird weltberühmt. Meine Stärke resultiert aus dem Leitspruch meines Vaters. Ich glaube Ihnen zwar, aber ich will es mit eigenen Augen sehen. Und wenn Sie es dann mit eigenen Augen sehen, ist es nie so, wie es vorhergesagt wurde. Der Fahrzeughersteller aus Lyon wächst rapide. Schon bald steigt die Nachfrage nach kleinen Lieferfahrzeugen in den Städten. Anfang 1965 kommt ein kräftiges Baby zur Welt, der Stradair. Der 5-Tonner ist der weltweit erste LKW mit Luftfederung, bei der Blattfedern und Luftkissen miteinander kombiniert werden. Es folgt der TR300, der erste Lastzug mit kippbarer Kabine. Die Ausführung 350 Centaur ist 8 Jahre später der letzte LKW mit dem Logo, das die Dampflokomotive zeigt. 1978 verschmelzen Berliet und Saviem zu Renault Véhicule Industriel. Es entsteht eine neue Marke mit einheitlichem Logo. 1990 führt Renault Véhicule Industriel ein äußerst innovatives neues Modell ein, das von der Presse als Revolution gefeiert wird. Der Markteintritt des AE Magnum verläuft äußerst erfolgreich und wurde zur Referenz in der europäischen Transportindustrie. Die Marke treibt ihre Innovationen stetig voran und feiert einen Erfolg nach dem anderen. 2001 schließt sich Renaults Sparte der schweren Nutzfahrzeuge der Volvo Group an. Ein Jahr später geht aus diesem Zusammenschluss Renault Trucks hervor. Auf die Marke warten bereits neue Herausforderungen. Es gilt nicht nur, den CO2-Verbrauch und Ausstoß zu reduzieren, gleichzeitig müssen auch neue Antriebsformen entwickelt werden. Mit dem Maxity Electric, der 2011 auf den Markt kommt, gilt Renault Trucks als Pionier des nachhaltigen Stadtverkehrs. 2013 markiert die Vorstellung der neuen Euro 6-Modelle einen Wendepunkt. Zum ersten Mal erneuert ein Hersteller seine gesamte Fahrzeugpalette innerhalb eines Jahres. Unabhängig von ihrem Beruf haben jetzt alle Zugang zu einem robusten und sparsamen Arbeitsmittel, um ihre Kosten dauerhaft unter Kontrolle zu halten.
Renault Trucks forscht kontinuierlich und entwickelt innovative und vernetzte Services, um die Herausforderung nachhaltiger Mobilität zu meistern. 2018 wurde die ZE-Baureihe vorgestellt, die zweite Generation vollkommen elektrischer und emissionsfreier LKWs. Ein weiterer Schritt der Städte hin zur Elektromobilität. Jeden Tag blicken die Männer und Frauen bei Renault Trucks in die Zukunft, um einfache und effiziente Lösungen zu entwickeln und die Vision der Markengründer fortzusetzen. So geben sie ihren Kunden die Gewissheit, die richtige Wahl getroffen zu haben.